Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es tatsächlich weiter mit der RS4 Limo bzw. mit dem Zusammenbau. Es gab nach einem Jahr, wirklich ein Jahr, Post aus Amerika, da kommen wir später zu. Erstmal muss ich euch zeigen, guckt euch bitte an, was das für ein krasser Unterschied ist, wenn eine Achse gepulvert ist. Ihr erinnert euch an die alte Achse. Also gefühlt sieht das jetzt ja so aus, als wenn das Ganze so sein sollte. Aber an dieser Achse hatten wir alles umgeschweißt. Das heißt, dieser ganze Rahmen ist hier neu reingekommen, dass ich später in die Ölwanne kann. Diese ganze Aufnahme, wo der Motor später drauf ist, ist neu gekommen. In weiser Voraussicht habe ich natürlich direkt ein paar Aufnahmen dran gemacht. Die hier zum Beispiel, wo jetzt gerade zum Aufhängen noch ein Gewinde drin ist. Aufnahme, 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 Aufnahme. Unterboden. Da mache ich gleich meinen Unterboden rein. Ich habe ja noch so eine wirklich perverse Idee mit dem Unterboden, wie der bei diesem Auto aussehen soll. Und da der auf jeden Fall so richtig fest sein muss, habe ich direkt in weiser Voraussicht an verschiedensten Stellen einen M8-Gewinde angebracht, dass man hier richtig schön mit Gewindestangen gleich passend was festmachen kann. Weil am Ende ist es immer so, man hat einfach grundsätzlich zu wenig Aufnahmen für solche Sachen. Deswegen Vorsorge, besser als Nachsorge, direkt ein paar Gewinde angemacht. Aber krass, ne? Sieht jetzt so aus, als wenn es original wäre. Dieser ganze Kasten hier drauf. Passend dazu auch die Hinterachse, da fangen wir jetzt nämlich auch mal an. Also unabhängig davon, dass auch diese jetzt einfach nur geil aussieht. Mal gucken, wie das da reinflutscht. Also das ist schon immer der heilige Moment, wo ich mir auch gerne immer ein bisschen Zeit für lasse und das auch wirklich nur dann mache, wenn wirklich die Ruhe da ist. Eigentlich schon Feierabend, keiner mehr da. Weil das sind alles Teile hier, wo wir jetzt seit 3 Jahren dran sitzen. Heißt, erstmal die Achse, dann das gefräste Diff. Ihr erinnert euch an das Leiden mit dem Diff, weil das Ganze ging los. Da hatten wir eigentlich vor, ein Diff von einem BMW zu nehmen. Dann wollten wir das BMW-Diff fräsen. Dann war es leider falsch rum. Es hätte in die falsche Richtung gedreht. Ganz lange Geschichte. Jetzt am Ende haben wir das passende gefräste Diff. Das heißt, der Weg war lang. Dann mussten wir es noch irgendwie hier platzieren, haben uns diese Strebe überlegt, haben die Strebe nochmal versteift und guckt euch an, wie das aussieht. Das ist schon... Das sieht sehr nach Raumfahrt aus. Ja, es sieht einfach so aus, als wenn es so sein soll. Also, egal was mit dieser Hinterachse passiert, sie ist starr mit dem Auto verschraubt. Die Achse an sich ist schon mal so stabil, dass ich glaube auch, dass die ganze Karosse gar nicht mehr so stark belastet wird, weil einfach die ganze Kraft in der Achse einfach schon mal bleibt. Und das Ding hoffentlich einfach beschleunigt. Boah, da habe ich übrigens richtig Bock drauf. Durch den Abarth bin ich jetzt ja so ein bisschen in das Thema Aerodynamik reingekommen. Und hier haben wir jetzt tatsächlich den Unterboden so vorgesorgt. Also wir haben so vorgesorgt, dass ich jetzt hier wirklich einen perfekten Unterboden bauen kann. Bei dem Auto allerdings ist es ganz was anderes als beim Abarth. Beim Abarth wollten wir Antrieb, Abtrieb erzeugen. Boah, ist noch, ich wollte gerade sagen, es ist noch früh heute. Es ist aber schon spät heute, mir gehen die Worte langsam aus. Beim Abarth wollten wir Abtrieb erzeugen, bei Limo soll das Ding einfach nur geradeaus maximal schnell sein. Das heißt, wir wollen keinen Abtrieb, aber auch keinen Auftrieb erzeugen. Also idealerweise fährt das Auto einfach nur schön geradeaus. Da müssen wir dann auch nochmal gucken, wie, wo, was. Ja, aber eigentlich wollte ich euch gerade sagen, achso, ich weiß nicht, was in diesem Video noch alles passiert, das wird wahrscheinlich auch erst später kommen, aber wir haben auch eine Lieferung Titan bekommen. Weil ich bin so begeistert von dem Titan Alumo, ich habe schon gesagt, plus ich bin leider enttäuscht worden von der Aluconda unter dem Oma Golf, die ist wie eine Banane aufgeplatzt, dass ich entschlossen habe, wir müssen leider an der Limo, wie es auch Sinn macht, Titan Downpipes bauen. So, dann, wenn wir die Titan Downpipes nach unten gebaut haben, kann ich nämlich den Originalauspuff, der unter dem alten Auto hing, wieder drunter hängen. Allerdings kann ich euch noch zu 100% nicht versprechen, dass der so passt, weil hier jetzt diese Strebe im Weg sein könnte. Hier sitzt original sonst ein Topf. Egal, auf jeden Fall Alu-Downpipe machen wir doch nicht. Wir machen jetzt Titan und im Zweifelsfall machen wir auch einmal Titan bis hinten durch. Also à la Race-mäßig. Fände ich nämlich, glaube ich, ganz geil, weil ich finde einfach, weiß nicht, dieses Auspuff aus der Haube raus ist geil, geht bei dem Auto nicht. Auspuff direkt unten raus, macht keinen Sinn, weil es eher das Auto hochhebt. Das heißt, es muss nach hinten, alleine um ein bisschen Knall und Feuer zu sehen. Knall zu hören, Feuer zu sehen. Deswegen werden wir da auf jeden Fall auch nochmal mit Titan ein bisschen weitermachen. Ne? Aber ist schon krass, nicht, ne? Ja. Da merkt man das gar nicht so, aber wenn du halt so ein kurzes Stück in der Hand nimmst, da merkt man immer, wie ist halt wie Papier so, ne? Ja. Aber krass, dass es in 89 überhaupt einen Flexrohr gibt, ne? Hier, guck mal, jetzt kann ich euch mal was zeigen. Ich habe ja damals immer gesagt, also... Falsch. Bei diesem ganzen Zeug, was wir bauen,
ist es ja mittlerweile so, wir sind, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wir sind zu alt, dass man Sachen doppelt baut. Am Ende baut man eh alles immer doppelt, aber man baut es deswegen doppelt, weil es am Ende nochmal wieder ein Upgrade gibt. In dem Fall ist es ja so, dieses ganze Auto ist eine große Wundertüte. Man weiß jetzt noch nicht, was passiert, etc. Ich konnte ausgebaut definitiv den Winkel der Kardanwelle nicht perfekt bestimmen. Deswegen musste ich mir was überlegen, wie ich das Diff hier hinten drin einstellbar mache. Und jetzt zeige ich euch, was ich mir damals überlegt hatte. Das sieht man hier jetzt echt gut. Das sind jetzt einfach nur 3 mm Spacer, die hier zwischenkommen. So, diese 3 mm kann ich jetzt aber komplett nutzen, um das Diff einzustellen. So, also ich kann es sowohl links, rechts verschieben, komplett in den Halter, als auch, ich könnte es jetzt oft an dem einen festschrauben und hier was zwischenschieben und dann da festziehen, dann dreht sich das ganze Diff ein bisschen so. Das war der Plan. Das funktioniert tatsächlich auch. Da bin ich schon mal ganz froh drüber. Müssen wir jetzt in dem Fall nicht machen, weil noch wissen wir nicht, ob es überhaupt notwendig ist. Aber sollte der Tag kommen, wir fahren mit diesem Auto, was hoffentlich dieses Jahr noch passieren wird. Und als Beispiel, die Kardanwelle macht Ärger, dann kann ich hier ganz einfach mit den Alu-Scheiben rumspielen. Ich hatte neulich tatsächlich mal einen Traum, wo ich geträumt habe, dass Limon Wheelie macht und ich so beim ersten Start das Ding Wheelie gemacht hat und ich so, weiß ich nicht, ich sag mal so ein bisschen als, wenn man schon mal mit Motorrad ein Wheelie gemacht hat und dann ein Auto mit Leistung fährt, dann kennt man so dieses Gefühl, wenn das Ding halt vorne auf einmal so hoch geht und man so ruckartig vom Gas geht, dann schlägt der vorne runter und alles war am Arsch. Sieht schon saftig aus. So, jetzt zu dem Entscheidenden. 12 Monate später. Wirklich echt 12 Monate. Aber Paket Amerika Driveshaft Shop, was soll ich sagen? Ich habe noch nicht von denen eine Antriebswelle kaputt bekommen. Ist einfach so. Egal ob Oma Golf, alte Limo, das was die machen, ist wirklich krass. Jetzt gab es allerdings ein Problem. Aufgabe meinerseits war es, diese Außengelenke, welche wir übrigens extra passend gemacht hatten für Radnaben. Also falsch, wir haben Radnaben extra passend gemacht. Warte, ich bin gleich wieder da, ich hole mal einmal was. Ah, fast wie bei VW hier, wir arbeiten nur noch in Baugruppen. Hier war wirklich alles passend gemacht für dieses Gelenk. Das ist ein T5 oder T6 Außengelenk. Extra fett. Gehäuse wurde bearbeitet, weil es so groß ist. Gelenk wurde bearbeitet für einen ABS-Ring und dann haben wir bei HST in Österreich eine Radnabe machen lassen, damit das hier so zornig, saftig irgendwie reingeht. Hallo? Ja, so, also. Ah, hier. Da ist schon wieder in dem Karton irgendwas rumgeklötert. Oh nein. Macht nichts in dem Fall, also, weil können wir jetzt eh nicht nehmen. Quasi Edelschrott, aber so war das Ganze gedacht. Richtig schön, fett etc. Passend mit ABS-Ring, dass wir hier den Sensor reinstecken können. Sie haben sich gedacht, das hier ist die neue alles was geht, er ist für Limo-Welle. Mit diesem Gelenk. Weil sie haben festgestellt, dass meine Verzahnung, die ich gebaut habe, die gleiche Verzahnung ist wie von den aktuellen RS3, TTS und so weiter, wo die Amis mittlerweile 8 Sekunden fahren, ne? Hier iRods. Und dementsprechend haben sie gesagt, Philipp, können wir dir dieses Gelenk geben, in passend mit der Verzahnung, weil ihr seht, das ist quasi Verzahnung auf Verzahnung. Das ist quasi ein Teil, was hier reingesteckt ist. Und das soll wirklich alles, was geht, unkaputtbar sein. Vor allem hier, Nico, ich drücke dir in die Hand, mal eine Kurzhantel für dich. Da sind auch schon ein paar Kilo, ne? Hier, guckt euch mal vergleich. Serie, irgendwann neu, ne? Es ist halt schon ein Bollermann. Ja. Und wenn alles gut läuft, passt das jetzt so, wie wir uns das wünschen, in die Achsen rein. Also, oh, aber das geht auf jeden Fall schon mal gut rein. Aktuell haben wir, wie ihr seht, keinen ABS-Ring mehr. Weil der hier nicht drauf passt. Kriegen wir ihn ab? Ne. Der Durchmesser hier ist kleiner als hiervon, deswegen haben sie mir keinen ABS-Ring drauf gemacht. Was nicht heißt, dass hier niemals ein ABS-Ring drauf gehen wird, sondern es gibt noch keinen passenden ABS-Ring, den wir für passend machen müssen. Die Stelle, wo der ABS-Sensor später abgreift, kannst du hier einmal reinfilmen, sieht man, ist schon noch genau an der Stelle. Mhm. Also das würde gehen. Allerdings wird der Abstand zu groß sein. Also ich müsste jetzt einen ABS-Ring auf den Durchmesser fräsen lassen. So, ist also machbar. Ob ich es brauche, ist eine andere Sache, weil ich habe eh kein ABS mehr. Und ehrlich gesagt, die Raddrehzahl interessiert mich hinten relativ wenig, weil mit dem Drechsler Mitteldiff ist vorne hinten eh immer gleich. Aber ich sage immer wieder, ja,
Also egal wie, wo, was, das Warten lohnt sich bei denen immer schon. Weil, wenn du jetzt hier so guckst, das ist halt mehr Antriebswelle als Radlager, ne? Das ist schon saftig. Ja, dieses Sombo ist immer das Geilste. Für alle, die jetzt erst einschalten, an dem Auto ist nichts Uni-Ball, sondern wir haben lediglich die Gummibuchsen ersetzt durch PU-Buchsen. Spurstangen bleiben sogar Serie. Einfach nur eine Gummibuchse, weil das eine relativ harte Buchse ist. Wenn es irgendwann soweit ist, dass wir mit der Autoviertelmeile fahren, dann müsste man eigentlich wieder alles Uni-Ball machen. Weil das Ding wird von der Traktion her so krass in alle Richtungen arbeiten, in Sachen Sturz, Spur und so weiter, dass das PU dann schon wieder zu weich sein wird. Aber das ist noch ein so weiter Weg, dass wir erstmal das so einbauen. Weil wir wollen jetzt ja auch mal fertig werden. Jetzt gucken wir mal kurz. Ist hier noch eine zweite Welle drin? Ja, da war übrigens das Geile, links, rechts die gleiche Welle, weil das Diff sitzt genau in der Mitte. Sieht man auch. Oh, praktisch. Wenn man so drauf guckt, sieht man, dass wir das Diff genau mittig ausgerichtet haben. Das täuscht jetzt, weil die Seite dicker ist. Aber wenn man hier und hier guckt, sieht man, dass das genau in der Mitte ist. Das heißt, beide Wellen sind gleich lang. Ich stecke mal die Achse zusammen und ich glaube, das Ergebnis wird so krass aussehen, dass ich jetzt erstmal ein kleines Pörtchen bekomme. Wir sind zeitgleich an allen Baustellen gleichzeitig beteiligt hier. Baustelle bei Mario ist doppelt gesagt. Komm, einmal muss das Baustellen-Outfit hier zeigen. Das Baustellen-Outfit ist schon echt gut, ne? Das müssen wir einfach einmal gesehen haben hier. Ja, aber das ist von der BG abgenommen so. Ja, schon. Alter, sogar mit Sicherheitsschuhe. Das habe ich ja bei dir noch nie gesehen, ja, Alter. Ja, ist schon das eine oder andere draufgefallen. Ja, ja, da ist richtig Arbeit hinter. Also. Ich habe tatsächlich alles zusammengebaut, wie ihr gerade im Porn gesehen habt. Sieht Affentitten geil aus, wenn ich das so sagen darf, sorry. Es passt alles, wie es soll. Es liegt nichts an, es sieht schön aus, es ist mittig, es sieht ultra stabil aus. Ich bin sowas von wunschlos happy und glücklich, dass ich einfach nur begeistert bin. Thema Wiegen. Ich habe es gerade schon gewogen, wir blenden es ein. 108 Kilo wiegt die gesamte Hinterachse ohne Bremsscheiben und Bremshelm. 108 Kilo, ne? Eigentlich schon krass, weil ihr dürft nicht vergessen, ganz viele Leute sagen ja immer, ja, ich baue Allrad aus in 100 Kilo. Pustekuchen. Wenn man die ganze Hinterachse mit allem, mit Fahrwerk 108 wiegt, dann wisst ihr, wie viel man ohne Allrad sparen kann, ne? So, dazu kommt jetzt, damit ich euch mal sagen kann, was das so in Summe wiegt. 108 Kilo, die Welle war, nagelt mich nicht fest, ich glaube, es waren 6 Kilo. Sind wir also bei 114 Kilo, eine Bremsscheibe 5,5 Kilo. Sind 11 Kilo, sind 125 Kilo und ein Bremssattel ungefähr 5 Kilo sind 135 Kilo. 135 Kilo all in, von Getriebe bis hin. So, am allergeilsten an dieser Achse finde ich jetzt einfach, es ist irgendwie, das ist so typisch wieder, wie das alte Auto auch war, OEM Plus. Es sieht noch irgendwo original aus, wenn man das mit einem Billet Diff und solchen Antriebswellen sagen kann. Es passt wie original, wir haben die originalen Aufnahmepunkte, wir können es jetzt verschieben in alle Richtungen, also wir können beim Einstellen sowohl die Achse so verdrehen, als auch so verdrehen. Wir können wie original Spursturz und so weiter einstellen. Genau richtig, so muss das. Diese Gelenke werde ich auch niemals knacken. Die Achse ist für mich jetzt auch so, wie ich es mir immer gewünscht habe, dass wir tatsächlich die Möglichkeit haben, mal Heckantrieb zu fahren. Weil das war immer mein Traum, war es wirklich immer mal, auch wenn es kompletter Quatsch ist, weil das Ding wird einfach gar keine Traktion haben, weil es einfach nicht für Heckantrieb gebaut ist. Nur für ein Video fände ich es mal geil, so das Auto einmal mit Heckantrieb zu fahren. Hat am Wörthersee damals mal einer gemacht, weiß ich noch. Gar nicht viel Leistung. Ich glaube 600 PS. Auch gar nicht viel Leistung, 600 PS. Hat es auf Heckantrieb gebaut und hat genau einmal Gas gegeben, ist hinten alles auseinandergeflogen. So okay. Labil ist das Original hin, ne? Und wenn das jetzt hier den übertrieben gesagten Wheelie schafft, dann schafft es auch Heckantrieb.
Das war Step 1. Das ist jetzt wirklich tatsächlich, wie es hier liegt, Einbau fertig. Das kommt jetzt auch ins Auto rein, weil ich muss noch zwei Sachen machen. Bremsleitung anschließen und dann geht es im nächsten Video auf jeden Fall weiter, wie wir hinten den Tank selber bauen. Weil hier hinter war ja sonst die Mulde. Die gibt es jetzt ja nicht mehr. Das heißt, hier werde ich mir richtig schön tief im Auto, so dass es mich nicht mit Diffusor stört, einen Tank bauen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Eine letzte Sache machen wir noch, Vorderachse. Die will ich natürlich auch lieb gerne noch einbauen. Ich zeige euch hier einmal kurz noch die, das sind die Wellen für vorne. Das sind die gleichen Gelenke. Gefühlt ist es auch die gleiche Wellenstärke. Da arbeiten die Amis nämlich wirklich mit einem, habe ich jetzt herausgefunden. Deswegen geht auch teilweise, ich habe am Anfang des Videos es vielleicht ein bisschen zu negativ gesehen, dass es ein Jahr lang gedauert hat. Das geht bei dem manchmal auch richtig schnell, weil ich glaube, die Wellen sind bei denen universell. Die gibt es dann in verschiedenen Inch-Längen, also 22 Inch, 23 Inch und so weiter. Und die Verzahnung von denen ist auch immer die gleiche, weil sie nämlich diese Sterne selber bauen hier drin. Das heißt, die können die Sterne dann anpassen zu dem äußeren Gelenk immer. So, deswegen haben die nämlich, glaube ich, diese Wellen immer so schnell auf Lager. Und auch, weil gleiche Durchmesser, nur halt andere Länge. Sind halt vorne nochmal länger. Die liegen hier allerdings schon ganz lange. Jetzt muss ich auch Folgendes machen. Diese Achse muss ich einmal Probe montieren, weil hier fehlen noch die Löcher. Und ich zeige euch mal, wie wir das machen. So, dafür hatte mir Flo ja diese Teile gedreht. Ganz geile Idee. Kamen wir ursprünglich mal drauf, wenn man im Nirgendwo eine Bohrung markieren muss. Was macht man? Man dreht einfach dieses, ich weiß es wieder. Unterboden Oma. Da warst du schon dabei, ne? Ja. Genau. Golf 3 Unterboden, irgendwo im Unterboden ein Loch hinzukriegen. Das heißt einfach einmal, ich habe jetzt irgendwas gelernt, das seht ihr später. Was heißt gelernt? Wir haben es einfach mal getestet. Jeder kennt es vom Schweißen, die Nadel anzuspitzen, einfach Akkuschrauber plus Flex nehmen. Und das geht, um sowas zu machen, genauso gut. Haben wir jetzt öfter schon gemacht, also ihr braucht noch nicht mal eine Drehbank für. Einfach kurz hier Akkuschrauber, Flex, fertig. So, das drehen wir jetzt hier in die Gewinde rein. Die anderen vier habe ich schon reingedreht. Cool. Dann würde ich vorschlagen, schneiden wir hier einmal nochmal. Krass. Ja, das ist leider. Ja, wenn man ein neues Auto baut, wenn das Ding im Bad war, plus Hohlraum konserviert wurde, ist natürlich von innen jetzt überall in den Gewinden was drin. Deswegen habe ich hier schon mal die Akku, die Gewindestreifen haben. Dann müssen wir hier noch einmal durch. Bevor ich da jetzt einfach so durchgehe, lieber immer noch mal einmal das Gewinde kontrollieren. Passt. Ja, ich hatte früher echt immer so Hemmungen, ein Gewinde nachzuschneiden, aber eigentlich macht man es mehr kaputt damit, wenn man irgendwie versucht, hier irgendwie sowas reinzuschrauben, als andersrum. Aber es muss nicht, es liegt scheinbar nicht am. Ich glaube, hier ist eher eine Beschädigung. Wir brauchen mal eine Feile. Und jetzt nehmen wir uns einfach die Achse, schrauben die einmal unten gegen und danach haben wir hier Abdrücke drauf, dass ich es bohren kann. Und dann muss ich nicht nur bohren, sondern muss auch noch Langlöcher reinmachen, passend zu denen. Weil wenn wir die ganze Achse verschieben wollen, müssen wir sie natürlich auf der gesamten Länge verschieben. Jetzt kann man schön sehen, wie man die ganze Achse schon noch ein bisschen verschieben kann. Das heißt, wir müssen jetzt einigermaßen die Mitte finden. Das sieht man am besten natürlich, wenn man von unten drauf kommt.
Die sind auch in der Mitte. Hier müssen wir eigentlich ein bisschen rüber. Und jetzt ziehen wir sie hier einmal. Sieht man richtig schön, wie die sich beide da reinbohren. So, und jetzt können wir schon wieder abbauen und sehen hoffentlich die Abdrücke. Loch Nummer 1. Loch Nummer 2. Jetzt natürlich richtig Jackpot, da ein Langloch reinkriegen. Ich tendiere zu folgendem. Ich werde natürlich die Langlöcher genauso tief machen wie ihr. Ich denke, ich werde folgendes machen. Ich fange jetzt schon an zu schwitzen, weil ich weiß, was es für eine angenehme Arbeit es wird. Ich werde 2 Löcher bohren, vielleicht sogar 3 Löcher. Und alles, was dazwischen ist, muss man rausfeilen. Einzige Möglichkeit, da ein schönes Langloch reinzukriegen. Weil das ist wirklich ein Langloch, was sitzen muss, was gut aussehen soll. Deswegen. Ihr seht, es geht weiter. Um euch einmal abzuholen, ich bleibe dabei. Ich hoffe, wir werden im September fahren. Aktueller Plan ist, Hinterachse rein, Vorderachse rein, Tank bauen, Auspuff bauen. Dafür muss die Hinterachse drin sein. Ich habe ja schon gesagt, Titan oder Edelstahl, mal gucken. Wasserkreislauf fertig machen. Dann den 80% fertigen Kabelbaum, deswegen ging es ja nicht weiter, ins Auto einlegen, final anschließen. Mein Bauchgefühl sagt mir, wir werden dann bei KKS einmal auf den Prüfstand gucken, was so geht. 1-2 Überraschungen habe ich noch. Und dann gibt es ja im September noch ein Race 1000. Jeder, der kommen will, kann natürlich gerne kommen, aber ich halte euch auf dem Laufenden, weil wenn das Fahrzeug da fährt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr alle mit dabei seid beim Rollout. Ja, es geht weiter, es wird geil. Es ist wirklich so, kann ich zum Abschluss nochmal sagen, aktuell bin ich mit den Sachen, die ich am Auto schraube, wirklich 100% happy und überzeugt. Jetzt so, ich habe nicht eine Sache bereut bisher, die ich so gebaut habe. Das flutscht da alles geil rein, das sitzt gut, das ist fest, das sieht nach Performance aus. Und ja, ich freue mich drauf, wenn das Ganze läuft. Wird wild. Wird richtig wild. Also wird so wild, dass ich echt gespannt bin, was da so geht. Ich glaube, es geht mehr, als man denkt, aber das reicht für heute. Ich muss ein bisschen weitermachen. Zeit rennt. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich muss euch zum Abschluss noch eine ganz kleine Motivationsszene zeigen. Irgendwie ist es ein extrem befriedigendes Gefühl, an dieser Welle zu drehen. Irgendwie so eine fette Carbon-Kardanwelle in der Hand zu haben, auf dieses Billet-Diff zu gucken, auf diese fetten Antriebswellen. Und das lässt sich so schon drehen. Okay, danke.